Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder zurück zu LS15 der Alps und dem Forstprojekt. Zusammen mit dem Tino, mit dem Werner und mit dem Freeze. Hi Leute. Hallo, guten Tag. Guten Tag miteinander. Guten Tag hier. Heute wieder eine neue Folge vom Forstprojekt. Wir wollen, ich muss dir nach und ein Video schicken, Werner. Ja, bitte. Das habe ich heute schon in unserer Troubletown-Gruppe mal gespreadet und habe nachgefragt. Sollst du dich immer über Österreicher lustig machen? Doch, weil ich weiß nicht, ob das, weil ich muss ja wissen, ist das ernst normal oder ist das bekloppt oder ist das österreichische Satire? Kann ja sein. Ich habe das Video nicht mal geguckt. Das gucke ich mir da mal an. Das ist, ich weiß halt, ich könnte mir vorstellen, das hat was mit Tradition zu tun, aber okay. Ich bin mir halt nicht sicher. Und dadurch, dass ja du in Österreich geboren und du lebst und alles, kannst du mir sicherlich ja mehr zu euren Gebräuchen dazu sagen. Auf alle Fälle. Randy. Frauen in den Keller einsperren ist keine Tradition. Lass den nicht. Nein! Weiter! Was macht ihr da? Das ist mein Lauf! Da ist so die Stimme mitten drin. Gib mir jetzt den Zweiten. Oh. Danke. Mann, ey. Du musst dir mal, guck mal deinen Traktor an. Da läuft der Benzin, der Diesel schon aus dem Tank. So schön. Alter, was machst denn du da? Was machst denn du jetzt? Krapsch wieder. Was, wie? Krapsch wieder? Oh. Genau. Was für Spinner, ey. So. Ich hab da ganz gut zu tun, ne? Ich schnapp mir mal das Fräsending hier. Mach mal. Jo. Ich habe aber schon alles weggefräst. Also, die, was hier noch stehen, gehen nicht weg, oder was? Nee. Das sind Deko-Dinger. Ich weiß nicht. Ach so. Ein paar sind Deko. Tatsächlich so. Okay. Oh, hier habe ich einen übersehen, einen ganz kleinen. Du kannst, wir könnten ja zumindest schon mal die Fräse hier oder beziehungsweise auch einen Anhänger kaufen. Das können wir machen. Warte mal, dann können wir ja mal beratschlagen, was für einen. Gut, gucken wir mal nach. Das siehst du, weil es mir gerade mal einfällt. Oh, schade, wir haben keinen Mod-Anhänger drin, es gibt so geile Anhänger. Das ist richtig. Richtig geile Anhänger. Bitteschön. Wann geht denn bei euch diese Erntedokumentation los? Wenn ich Zeit dafür finde, ganz ehrlich. Und die so lange auf dich? Ja. Was? Nee, oder ist das schon abgefilmt? Nee, gar nichts. Noch gar nichts. Okay. So eine Dokumentation, ich weiß von nichts, erzähl mal. Nee, das ist einfach nur, weiß ich nicht, ich habe da halt ein paar Leutchen angeschrieben, das war schon ein bisschen her, das war im Winter. Dass wir eben YouTube-Channel haben und bla 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 und dass ich gerne ein paar Real-Life-Videos machen würde. Ne? Vom Ernten, Häckseln und so weiter halt. Und da hat sich ein großer Unternehmer gemeldet und gesagt, yo, kein Problem, kommst du rum und machst die Videos. Das Problem ist halt, das kommt dann alles auf ein paar Tage zusammen, ne? Und du kannst dann im Vorhinein nie genau sagen, wann ist das? Ist das, was ist, wenn es regnet, dann ist wieder alles verschoben und so weiter. Deswegen muss man ein bisschen spontan sein. So. Aber Manus, machst du den Platz bitte? Es ist auf alle Fälle noch geplant. Okay. Es ist noch nicht rum die Zeit. Nee, also es steht noch alles auf dem Feld. Schaut mal, welchen Anhänger. Achso, ja genau, Anhänger. Ich hab jetzt schon mal geguckt, weil nehmen wir mal an, wir wollen dann, wenn wir häckseln, was Größeres, oder? Das oder bei dir einen kleinen Anhänger? Ja, da musst mehrere. Da musst du halt dreimal fahren, ne? Mindestens für einen Baum. Richtig. Also ich hätte mal gesagt, ab Krampe aufwärts. Mhm. Holla. Also der kleine 57er, Entschuldigung. Ja. Ey. Kreuz und quer. Ja, wie gesagt, also dann... Moment, guck ich auch nochmal fix mit drüber. Ja, nicht im Umhänger. Ab Grambe, was meinst du, 57 aufwärts? Ja, genau, ja. So hätte ich jetzt gedacht. Ich meine, die andere Seite wäre natürlich, oder die Frage wäre natürlich, wenn ihr einen LKW kaufen möchtet, mit einem, zum Beispiel, wenn ihr unter die Kategorie Mods LKW guckt, den MAN TGX 18440 Kipper und da einen Hänger dran baust, bist du auch auf 20.000. Da hast du halt ein eigenständiges Fahrzeug. Der ist für Pellets. Auch? Auch, ja. Der ist unter anderem für Pellets, ja. Ja. Ah, der ist ja saugünstig. Der kostet 55, ne?
Also wir haben da nichts rumgedreht, also nicht, dass jetzt irgendwer meint, ne? Nee, nee, der ist leider so günstig. Nee. Und der Anhänger kostet 12 dazu. Irgendjemand sitzt hier auf einer Hupe. Hm. Ich nicht. Weiß nicht, Freunde. Danke. Ich würde auch so ein 900 da nehmen, so ein Krampe. Ja? Oder sowas in der Art. Also, mir egal. Was sagt denn ihr dazu hier? Wenn wir den kleinen. Achso, der LKW kostet, ne? Nee, der kostet nur 55. 55. Ja, wenn bei den anderen den kleinen aus Inhalt geht, dann nimm doch den. Da haben wir den LKW plus den kleinen dran. Ich glaube, das ist ein insgesamtes Volumen von. 20. 20.000. Insgesamt, ja. Weil du musst halt bedenken, ne? Wenn du den großen Bandit oder den Krampe hast, ne? Dann brauchst du die Bergziege wahrscheinlich zum Hochziehen und die Bergziege brauchst du eigentlich zum Häcksel. Ja, und wir brauchen den LKW so oder so im späteren Verlauf. Kommen wir ja. Na dann, gut, wenn man sowieso brauchen, dann. Wie viel Pellets und so weiter, ne? Brauchst du den halt. Sagt an, kaufen, ja, nein? Ja, ja. Kaufen. Kaufen wir mal. Warum? Okay. Ja, Mai. Ah, aber jetzt mache ich diesmal nichts falsch. Welche Farbe denn? Alles außer lila und pink. Ein schönes hellblau im Wald, Alter. Wow. oder ein schönes Forstgrün. Ein Forstgrün? Ich nehme mal irgendwas zwischen hier. Das ist zu hell, das ist Güßgrün. Wir, pass auf, Werner. Ja. Wir überlassen das komplett dir. Nimm die Farbe, die dich am meisten tangiert. Oh, da bekomme ich nur Schwierigkeiten, ich weiß es jetzt schon. Nein. Nimm einfach die Farbe, die du willst. Da ich nächstes Mal so daneben gegriffen habe, nehme ich jetzt tatsächlich so ein Grün. Danke. Blau. Ey Junge, willst du aus Friesen-Let's Player werden oder was? Bist du sehr mit mehr verbunden. Ja, ein bisschen Tropik hier reinbringen. Tropik? Ja, ja, weil Blau unbedingt was mit Tropik zu tun hat. Ja, das sind schönes hellblaues Wasser, weißt du, wo dann die Riffe. Nennt sich das ist wirklich schön. Ach, das ist aber ein schönes Gespann hier. Achso, jetzt müsste natürlich noch jemand runterkommen, den Häcksel abholen, ne? Weil den habe ich nicht Platz. Achso, den müsste ich ja dann holen mit der Ziege, ne? Das ist richtig. Ja. Dann hole ich den mal. Gut. Die zwei Helden der Arbeit hier verladen ja kräftig. Ich habe dir den mal gekauft. Ach, das ist aber ein hübsches Ding. Ach ja, Rubik. Hat der Rundumleuchten? Nee. Wer denn, der Anhänger? Nee, der LKW. Der LKW. Der LKW, ja. Ja. Gute Frage, keine Ahnung. Doch, hat er. Hat er. Klima, hat er. So, wie komme ich denn hier? Achso. Ich glaube, der ist ja nicht genau richtig, ne? Für die Serpentin und so weiter. Ich bin gespannt. Ist das nicht schlecht? Könnte gut gehen, weil der hat, glaube ich, auch so einen kurzen Radstand. Ja, genau. Oder? Machen wir einen Belastungstest. Ja. 92. Was? Wow. 92. Halleluja. Das ist ordentlich. Und sag mal, was denn los? Theoretisch, wenn wir irgendwann im Gelb schwimmen sollten, könnte man sich auch überlegen, so einen 3-Achs-Tieflader zu kaufen. Den du dann auf so einen Hänger dranhängst und das schwere Gerät von A nach B zu bringen. Richtig, ja. Auf jeden Fall, definitiv. Finde ich auch sehr, sehr cool. Den kannst du dann in Blau kaufen. Wenn ich es bis dahin nicht vergesse, gerne. Mhm. Hellblau. Babyblau. Aber dann Geld springen, schwimmen, hat ja ein bisschen was mit Robic zu tun. Hey, dein neuer Monster Energy, der hat das nur blau, oder? Hör bloß auf, ey. Ich will nichts über Monster hören. Oh ja, sehr schöne. Sehr schöne Farbe. Passend zum Frost. Geht, ne? Was ist los? Ja. Hast du dich jetzt endlich mal übersiffen? Nee. Sohn wollte mir einen Gefallen tun. Wer? Mein Sohn. Was denn, hat er uns Energy mit Murat getauscht? Nee. Ich war auf Arbeit und ich habe vergessen, die in den Kühlschrank zu packen, weil ich die ja nur ganz gerne kalt trinke. Da ist mein Sohn ja wohl aufgefallen und hat dann gedacht, gut, ich packe jetzt im Gefrierschrank, umso schneller sind die kalt und dann hat Papa nachher kaltes Monster, jetzt sind die alle eingefroren. Nice. Hat er richtig gemacht. Hat er alles richtig gemacht. Das Schlimme ist, die Scheiße dehnt sich aus. Ja, noch. Ist kaputt gegangen, ne? Aber
Ach, hast du schon gemerkt, dass es kurz davor ist, dass die Dinger platzen? Böschen. Das ist, ja. Ist eine neue Geschäftsidee. Monster Eis. Monster Eis, genau. Rammst du den Stiel oben rein, dann kannst du ja, perfekt. So einen halben Liter Monster Eis. Wow. Ja. Oh, die Reaktion der Freunde hätte ich gerne gesehen. Wenn es gelungen geplatzt war. Ich verstehe halt einfach nicht, wie man sich den ganzen Tag so ein Zeug reinziehen kann. Das verstehe ich auch. Du musst ja mal ein bisschen kürzer drehen, ey. Das sind doch nur 4 Liter. Ach, das laberst du. Alter. Nein. Ey, das sind keine 4 Liter, das sind 2 Liter. Ja, aber 2 Liter ist so, auch schon Dosen. Krass. Also ich finde das richtig krass. 4 Dosen am Tag? Ja, ist richtig heftig. Sieh, du musst da mal einen Gang zurückschalten, das wird so nichts. Machst du dich Sorgen um meine Gesundheit? Ja. Letztes Mal, als ich an diese Stelle hier runtergefahren bin, haben wir über Gerolsteiner gesprochen, Freezy. Wäre das nicht eine Alternative? Also, wir haben keine Gratisflasche auf der Gamescom gekriegt. Ah ja, da war doch was, genau. Das war irgendwie aber scheinbar nur für Privatbesucher. Nein, das ist auch falsch. Weil du konntest dir, natürlich hatten die Flaschen, aber wir sind ja dran vorbeigelaufen. Ach so, und war das, okay. Du hast am Eingang die Securities gefragt. Oder irgendjemand, ich weiß nicht wer, hat die Securities gefragt am Eingang, bei der Wasserstande, ja, ob wir uns da eine nehmen können. Und das war natürlich denen ihr Wasser. Für die, aber da, wo wir an dieser riesigen Schlange früh vorbei sind, ja, da stand mitten auf der halben Weg ungefähr, standen ja. 2 riesengroße Paletten, alles voll mit Wasser. Hat er recht. Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum ich gefragt habe. Irgendjemand wollte ein Wasser, ne? Jemand hat gefragt, boah, ich hab so Durst, hat jemand ein Wasser oder so? Ja, du. Ich hab nur gefragt für die Person. Lämmer. Du wolltest Lämmer von der Security das Wasser wechseln. Ist immer schlecht. Mhm. Ich hab gefragt, können wir uns noch von der Flasche nehmen? Das ist alles klar, locker bleiben. Also mit diesen Securities, das war halt auch so ein Wechselbad der Gefühle. Die am Eingang waren aber freundlich. Ja, also es gab welche, die waren sehr, sehr freundlich und sehr nett und alles. Und dann gab es aber welche, die haben sich wahrscheinlich noch so eine Testosteron-Spritze vorher gegeben. Weißt du, dann. Also da waren wirklich welche dabei, die waren. Oh nee, ging die, gar nicht. Die haben wahrscheinlich am Eingang so eine Pitbull-Impfung bekommen. Ja, das war echt. Die haben so Monster Energy intravenös gegeben. Ja, also entweder war der Chef ein Arsch, dass sie ihre Laune überall rausgelassen haben, oder? Die haben einfach ihre Arbeit einfach nur etwas zu ernst genommen. Ja. Ich meine im Gelände selber. Ja, das hat ja nichts mehr mit Arbeit ernst nehmen zu tun. Die waren ja schon extrem unfreundlich, also manche. Ja. Das hat ja sogar Gronkh gesagt in dem einen kleinen Vlog nach der Gamescom. Hat er ja selbst gesagt, also es gab da dieses SEC, die haben ja dieses Security gemacht, aber weil man, das kann eine Firma nicht stemmen, so eine Veranstaltung. So, und da gab es natürlich wieder SAP-Unternehmer und SAP-Unternehmer, die damit einbezogen wurden und alles. Und ja, und es waren halt welche, die waren halt echt gut drauf und waren halt echt super nett. Und dann waren halt einfach welche, das waren die totalen Bulldoggen, also die waren total unfreundlich. Auch dann hier bei Gronkh zum Beispiel hat er eben gesagt, die haben halt auch dann teilweise die Leute halt echt schlecht behandelt, weißt du wie, so. Abschauen oder ja auch schon die standen ja auch schon viele Stunden. Ja. Und er wollte natürlich, hat schon versucht, dass jeder drankommt, aber es war halt bei der Masse, es war einfach zu viel, es war einfach nicht möglich. Mhm. Und dann haben die natürlich hier weggeschickt und das musste wohl auf eine übelste Art und Weise teilweise abgelaufen sein und so. Wenn du natürlich schon mehrere Stunden wartest und naja, dein bist der Fan von und willst den da unbedingt und dann so, naja, ist Feierabend, tschüss und so, mach dir Platz, wir brauchen die Halle so ungefähr und weg und raus und naja, das ist natürlich schon sehr pissy, ne? Ich sehe da ein Problem. Ja, du probierst mich rückwärts fahren, aber so geht's natürlich auch. Dafür hat er sich sogar entschuldigt, also das ist echt übelst krass eigentlich. Er hat sich entschuldigt, Gronkh für die oder was? Ja, ja. What? So, Freunde, guck mal, was ich hier habe. Häcksler. Wollen wir das hier unten häckseln oder willst du das Ding hochziehen? Können wir unten machen eigentlich, ne? Wir könnten hier oben erstmal die Reste wegballern. Die kleinen, richtig, hier. Das können wir auch machen. Ich weiß nicht, muss da ein Kran ran zum Reinschieben oder wie läuft das? Ich habe das Ding nicht getestet. Du kannst einfach jetzt quasi hier einmal schön ausklappen, zack, dann sucht er sich logischerweise seinen Anhänger. Ja, Moment, ich komme zu dir. Ja.
Ach, so, dann einmal senken und anschalten, das war's. Achso, ausklappen noch. So. Spielt eigentlich einer von euch den Bausimulator noch so nebenbei? Ich würde gerne, ich finde momentan die Zeit nicht. Ich habe damit ja gerade angefangen. Mein Gott, das Spiel ist so geil, aber auch gleichzeitig so beschissen, ey. Ja. Das stimmt. Was da für Bugs rumlaufen, ist unfassbar, ey. Ja. Vom da gab es so einen ganz großen Bug, da stand sogar Freezy drüber. Glaube ich. Aber wir sind auch erstmal fertig in dem Sinne. Oh, was ist denn hier los, ey? Warum macht das Ding so eine Quatsch? Moment, ich fahre nochmal schick zurück. Ne? Ah, jetzt, Moment. Das ist wie ein Staubsauger, guck dir das an. Ja, aber irgendwie ist das echt strange. Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, das Däumchen darf das nicht vergessen, bei anderen vorbeischauen und wir sehen uns übermorgen. Bis dann, oder dann. Tschüss.